Amadeo Antonio, Darius Ekbatani, Giuseppe Marcone, Fabian Salah Saremi, Luca Pavarotto, Aziz Güler, Daniel Siefert, Burak Bey, Dominik Brunner, Johnny Carr. Wie viele noch? Wie viele noch? Wie viele noch? Wie viele Kinder noch? Wie viele Menschen noch? Wie viele noch? Wie viele noch? Wie viele noch? Es reicht. Es reicht. Es reicht. Wir fordern Veränderung. Jetzt. Es ist Zeit. Jetzt. Steht auf. Als Mutter. Als Vater. Als Ehemann. Als ein Mensch. Als Freund. Als Mensch. Für unsere Zukunft. Wir fordern Veränderung. Keine Trauerlisten mehr. Es ist nicht zu früh. Es ist zu spät. Es ist Zeit. Bevor unsere Liebsten ein Teil der Liste werden. Keine Listen mehr. Kein wäre ich nur. Kein hätten wir. Wir können etwas tun. Wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun. Wir fordern Veränderung. I am Johnny. Hey, wir können etwas tun. Für unsere Zukunft. Du forder Veränderung. I am Johnny. I am Johnny. Wir fordern Veränderung. Für ein friedliches Miteinander. Sei Hoffnung. Sei Menschlichkeit. Sei Gemeinsamkeit. Sei Anerkennung. Sei Liebe. Sei Stolz. Sei Toleranz. Sei Zivilcourage. Sei Solidarität. Sei Respekt für jeden. Sei Johnny. Wir fordern Veränderung. I am Johnny. I am Johnny. I am Johnny. Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschieht unter der Sonne, und siehe, da waren Tränen derer, so Unrecht litten und hatten keinen Tröster. Und die ihnen Unrecht taten, waren zu mächtig, dass sie keinen Tröster haben konnten. Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr denn die Lebendigen, die noch das Leben hatten. Und besser denn alle beide ist, der noch nicht ist, und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht. In Guantanamo Bay werden Menschen misshandelt und gequält. Parallel wächst eine Idee im Gehirn von Jatawe. Er wird in einer Hetzkampagne im Untergrund. Parallel dazu, 9 Menschen sterben durch den NSU. Parallel, Johnny Carr. Der Boden färbt sich rot. Parallel, die Motherfucker, die. Du bist tot. I am Johnny. Und ich hoffe, es kommt an. Man sieht das Angst aus Johnny Run Run. Yeah. I am Johnny. Sagt ja an die Lenk, parallel. Nazis hetzen ohne zu wissen, ohne Gewissen und ohne Grund. Hallo Mr. Nazi, das Prinzip geht ja gut, aber parallel dazu, Blut gegen Blut. Stress ohne Grund haben Kinder in Armut, in Asien, Afrika, Amerika, Europa und Australien. Trennen Drogendealer Menschen, prostituieren sich Kinder. Parallel lebt mich Sido in die Streets of Berlin. Frag mich wer, warum bist du so? Ich frag dich, warum bist du so? Leute feiern eure Propaganda und dann sind sie tot. Letztens dieser Junge hört nur Rapper wie Toni. Die bekriegen sich für ein paar Gramm Shit mit Messern und Pistolen. Die Gangs und Bandi zu nix gut sind als Ängste zu schaffen. Die Menschen misshandeln und Kinder zwingen auf Gangster zu machen. Kleine Seelen quälen, das sieht die ganze Welt ähnlich. Parallel droht mir fair mit den gesamten No Angels. Gentlemen, das ist eine Prüfung. In Momenten wie diesem geht es um den Glauben. Zu versagen, diese Zweifel aufkommen zu lassen, an allem, woran wir glauben, an allem, wofür wir gekämpft haben. Zweifel wird dieses Land wieder ins Chaos stürzen und ich werde alles daran setzen, dass das nicht passiert. Ich will, dass dieser Terrorist gefunden wird. Und ich will vor allem, dass er begreift, was Terror wirklich bedeutet. Überall auf der Welt werden Menschen abgeschlachtet. Parallel, die Orsons schwören mir Rache und verbreiten Angst und Schrecken wie die ISIS. Parallel, Kollege, gründet den IS. Einspruch! Falschaussage! Aber die Möglichkeit besteht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Kollege, kündigt mir den Krieg an. In Zeiten von Überwachungsstaat und NSA. Hackt er den PC meiner Mutter und holt sich auf die Bikini-Bilder von ihr. Einspruch! Reine Spekulation! Aber die Möglichkeit besteht. Aussies merken sowas ja nicht. Aber es ging ja nicht nur um meinen PC, es geht ja auch noch um mein Handy. Und ich wollte ja eigentlich Kontakt zu jemand ganz anderen aufnehmen. Aber Peter Fox war auch okay. War auch okay. Denn die Pornofilmseiten kamen von... Ich hab mich schon gefragt, warum verarscht denn ich? Ich plan nur zuvor, hart zu dem Chor. Man wird nicht als Arschloch geboren. Ich hab nichts getan, was sie nicht wollte, aber es bereuten. Blutrache, Ehrenmorde, die Liebe und die Wahrheit verschwinden. Parallel, Prinz Pi und Peter Fox geben sich die Klinke. Als meine Freunde mich verließ, hab ich
ich geweint wie ein kleines Kind. Bis Tarek mir ein Lied gesungen hat, ein Junge weinte nicht. Meine Eltern ließen sich scheiden, auch da hab ich geweint. Parallel wollte Keule meine Mama besteigen. Welcher Keule? Es gibt doch mehrere. Na hier, der mit diesen Graspappenteilen-Ding da. Leute, komm nicht ewig klar, Partydrogen werden wahnsinnig und so. Parallel, zerstören sich auch Krokodil, Crystal und MDMA. Parallel Trailerpark, gute Menschen wollen Behinderung erleichtern, lindern und heilen. Parallel wünsche ich euch gesunde und süße Kinder, die Timmy heißen. Oder Jules, ihr seid das Ende der Menschlichkeit. Ich frage euch, kennt ihr alle eure Fans? Ich denke nein. Parallel Politiker gehen über Leichen. Parallel Selfmade und weiße Scheiße. Agro Universe, German Dream und so weiter. Euer Wunsch nach Erfolg hätte können mein Tod bedeuten. Aber das darfst du nicht so böse nehmen, ey. Die wollten doch bloß ein Exempel statuieren. Die wollten doch nur jemanden, der sich irgendwie aufspielt, also der irgendwie ein falsches Image in diese Welt setzt, dem wollten die doch einfach zeigen, dass so geht's einfach nicht. Kann man nicht machen, falsche Images in die Welt setzen, nur um irgendwie damit was zu erreichen. Das wäre sinnlos. Auf jeden Fall kriegst du jetzt keinen Deal mehr. Aber das ist auch egal. Wolltest du noch irgendwas sagen? Ich glaube, da war noch was. Mädchen wie Jungen leiden unter Schönheitswahn. Billig Silikon aus Frankreich. Parallel rappt dieser KIZ über meinen Schambereich. Hitler war krank, deshalb hauen wir dich jetzt um. Stalin, Ivan, Vlad, Bush, Merkel, Mao, Zedong. Da kannst du auch einfach Tyrann eingeben bei Google oder so. Terror ist die systematische und oftmals willkürlich erscheinende Verbreitung von Angst und Schrecken durch ausgeübte oder angedrohte Gewalt, um Menschen gefügig zu machen. Es ist das, was ihr nicht merkt, vielleicht habt ihr es nicht gelernt. Es ist der Schatten, den ihr werft. Und ich hasse euch so sehr. Und ich denke, wäre ich am Undertop. Aber J.A.B., die hat sowas nicht verkraftet. Die ist jetzt leider tot. Könnt ihr mir sagen, was tot ist? Versteht ihr, was tot ist? Also ich meine, nicht tot in dem Sinne. Aber ich glaube, um den Tod zu verstehen, muss man das Leben verstehen. Und ihr habt das Leben nicht verstanden und keinen Respekt davor. Dankeschön. Achso, ich hab noch einen. Der braucht vielleicht ein bisschen Fantasie. Nicht viel, aber ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Stell dich mal einen Ort vor mit vielen Nazis. Ist wie gesagt nicht so schwer in diesen Tagen. Und jetzt rennst du da rein, rufst Hardcore Entertainment. Ich bin Frank und lieb den Schwarzen. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, was die da sagen. Ich muss auf diesem Planeten leben, denn es gibt keinen besseren. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Kinder müssen leiden und haben nichts zu essen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Ich liebe meine Eltern und ich liebe meine Schwestern. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Meine Schwager und vor allen Dingen meinen kleinen Neffen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Meine Omas, Opas, Tanten, Onkels und den ganzen Rest. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Die Nazis wollen mich töten. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Hass kann man nur mit Liebe bekämpfen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Und ich gehe diesen Weg hier bis zum Ende. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Wir wissen nicht, wo du bist, wir lieben und vermissen dich. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Im Osten ist doch überhaupt nichts anders als im Westen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Geld kann man nicht essen, Geld kann man nicht essen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Kleine Mädchen kriegen hier Penis in die Fresse. Tut uns wirklich leid, tut uns wirklich leid. Ich will noch nicht sterben, bitte, bitte nicht. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Ich will keine Schmerzen mehr, bitte, bitte nicht. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Als kleines Kind wollte ich nichts außer die Welt verändern. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Ich wollte Frieden schaffen und zwar in allen Ländern. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Für Deutschland zukunftsweisend sein wie Hitlers Geburt. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Und ich glaubte so stark an die Hip-Hop-Kultur. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Denn wir haben hier Rassismus, Sexismus, Faschismus. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Und parallel dazu leider kein Hip-Hop. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Denn Hip-Hop ist der kreative Schrei der Unterdrückten. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Schaut euch an, ihr seid die Unterdrücker. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Okay, seit 3000 Jahren frage ich an dieser Stelle immer wieder das Gleiche. Wollt ihr? Ihr wollt? Ja, dann. Wunder geschehen, ich hab's gesehen, es sind so viele Sachen.
hast es so geplant? Ja, ich habe das genau so geplant. Echt? Und das hat dir alles gar nichts ausgemacht? Auch wenn man sich als Kind vornimmt, den Weltfrieden zu schaffen, ist das ein Spaß dagegen. Er will gar nicht, dass wir die Ketten durchsägen. Wir sollen uns den Fuß absägen. Er hat mir geholfen. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich hatte alles verloren, den Halt und den Mut. Da sang Bushido wie ein Engel zu mir, alles wird gut. Denn dann Zwangsprostituierte in deutschen Städten Alltag sind. Will Orgi parallel meine Schwester vergewaltigen. Seelenficker, Seelenficker, Seelenficker. Seelenficker, Seelenficker, Seelenficker. Seelenficker, Seelenficker, Seelenficker. Seelenficker. Und deshalb hast du dich für Hip-Hop begeistert, weil du meinst, damit könnte man relativ viele Leute erreichen. Necro ist natürlich auch gut, aber apropos, du wolltest wahrscheinlich noch irgendeinen Vergleich mit Morlock Dilemma machen, oder? Naja, es wäre halt schon praktisch, wenn wir alle dieselbe Sprache sprechen könnten. Dann würden wir uns vielleicht verstehen, aber egal. Das sind so zu Völkerverständigung. Tut mir leid. Und ich hatte noch nie was gegen die die ich namentlich erwähnt hatte. Das waren mehr oder weniger einfach bloß zusammengefasst, was ich von anderen Leuten gehört und übernommen habe. Aber ist egal. Wie hat mir mal jemand, wie eine weise Frau gesagt, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Gut. Dankeschön. Gordon? Versteck dich, Evie, schnell! Jetzt ist es nicht mehr so witzig. Witz bald.